Lampukistan Gaming ist hier. Wir sind zurück bei Starfield mit einer neuen Folge heute. Und zwar kümmern wir uns um bürokratische Beanstandungen nach wie vor. Trevor sorgt sich, weil Hank noch nicht mit der Ausrüstung zurück ist. Er möchte, dass ich bei der Schiffswartung nachfrage, ob ihnen etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Darum kümmern wir uns heute. So. Warum Hank wohl so lange braucht? Das finden wir direkt mal raus. Okay. Die schaffen hier weiter noch mit ihren komischen Minenlasern. Während wir jetzt erstmal nach draußen gehen. Und dem Ganzen auf die Spur. Wobei, ich glaube, müssen wir überhaupt nach draußen? Ich glaube nicht, ne? Immer wenn so ein T-Symbol dran ist, dann müssen wir den Planeten auch verlassen. So, hier wieder durch diese endlose Tür. Die dann immer 10 Stunden dauert, bis sie mal aufgeht und die Ladezeit hier noch mit an Bord ist. Okay, Tür ist geschlossen, haben wir gehört. Lass uns raus, da vorne müssen wir hin, 40 Meter. Da steht er doch schon. Ja, perfekt. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich hier. Sollen wir was reparieren? Oh, wir müssen 1000 Credits, mein Schiff muss repariert werden. Schiffe sehen und modifizieren. Zeig mir mal, was du für Schiffe im Angebot hast. Du findest sicher was, was dir gefällt. Cool, da gucken wir uns doch direkt mal um. Guck mal an hier. Schiff 1 von 6. Wert 100.000. Wie viel Geld haben wir? Deine Credits. 19.000. Okay. Discovery. Achilles. Die sind alle relativ gleich, ne? Oh nee, das ist richtig schlecht. Marathon. Okay, gut. Ich suche nach Informationen über Hank Ferraro. Man sagte mir, er wäre hier durchgekommen. Mal sehen. Hank. Hank. Nein, der Name fehlt hier. Oh, halt, da ist er. Henry Ferraro. Hank muss wohl sein Spitzname sein. Ja, er war hier. Holte sich sein Schiff und flog los. Übrigens, allem Anschein nach ist er schon wieder auf dem Mars. Beim Landeanflug zum Raumhafen änderte er aber den Kurs und setzte dann weit vor der Stadt auf. Danke, ich werde mit dieser Info zu Trevor zurückkehren und der Sache auf den Grund gehen. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Es wäre wohl wirklich am besten, die Sache mit deinem Boss zu klären. Ist vielleicht alles nur ein Missverständnis. Dann viel Glück und schönen Tag noch. Können wir jetzt trotzdem mit ihm? Ich wünschte, ich könnte mehr für dich tun. Gar nicht nötig. Ist doch schon in sehr gutem Zustand. Okay, muss man nicht. Alles klar. Oh, modifizieren könnten wir auch noch. Ah, das müssen wir noch tun. Okay, kein Problem. Das ist unser Schiff, Frontier. Was können wir hier machen? Schiffsbilder. Krasse Scheiße, okay. Der Schiffsbilder erlaubt dir das umfassende Design, die Modifizierung und die Lackierung deines Schiffes. In der Ebenenanzeige auf der rechten Seite siehst du, wo neue Module erscheinen werden. Steht die Anzeige beispielsweise auf 0, werden neue Module in der zentralen Masse des Schiffs platziert. Der Bau neuer Schiffsmodule kostet Credits. Und wenn sie wieder entfernt werden, erhältst du Credits zurück. Der Schiffsbilder führt Buch über die laufende Summe und wickelt am Ende die gesamte Transaktion ab. Mithilfe des Flugtests erhältst du Warnungen und Fehlermeldungen, falls dein Design aus irgendeinem Grund unnötig ist. Jo, okay. Können wir hier jetzt quasi die verschiedenen Fahrwerk, ja, Cockpit, aha, guck an. Okay. Treibstoff. Antrieb White Dwarf. Oh, oh shit, ja, okay, 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 hey, hey, easy.
Guck mal, wir können auch die Farbe ändern. Ah, geil. Guck mal an hier. Das müsste ja auch so gehen. Da können wir uns jetzt ein richtig schönes Lampukistan-Schiff basteln. Nice. Okay, das werden wir mal... Dafür machen wir mal... eine separate Session. So, jetzt müssen wir wieder rein. Um mit Trevor wieder zu sprechen. Wir wollen ja auch mal ein bisschen Action haben hier, ne? Es ist sehr viel trockene Theorie. Also, lass mal wieder reingehen. Alrighto. Weiter geht's. Im Grunde kontrollieren die Miner die Runde. Gucken wir mal, wo Trevor uns als nächstes hinschickt. Wir jumpen mal wieder. Alter. Geil. Hier direkt runter. Jo. Ich hoffe, es war kein Fehler, Hank das zu überlassen. Warum Hank wohl so lange braucht? Bei der Schiffswartung heißt es, dass Hank zurückgekommen wäre, aber nicht im Hafen gelandet sei. Das ist schon seltsam. Warum sollte er das tun? Und warum kommt er nicht mit der Ware zurück? Da ist irgendwas faul. Ich habe mich umgehört, als du fort warst. Seine Kollegen meinten, er sei in letzter Zeit besonders, hänkig gewesen. Hat wohl geflucht, was das Zeug hält. Wegen der Arbeit. Und wegen den Kollegen. Er hat Sachen gesagt, die mich stark an seinen Absichten zweifeln lassen. Aber er ist nicht der Hellste. Vielleicht ist er noch in Cydonia. Sieh im Broken Spear nach, da geht er immer was trinken. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Alles klar, ich werde versuchen, ihn und die fehlende Ausrüstung zu finden. Denk dran, das Wichtigste ist, dass wir herausfinden, wo das Equipment ist. Um Hank können wir uns später kümmern. Wir dürfen es nicht aus den Augen verlieren, bevor es verkauft wird. Oder Schlimmeres. Und an welche höhere Macht du auch glaubst, bete, dass die Fracht nicht im All abgeladen wurde. Vor uns liegt eine Menge Arbeit. Viel Glück! So, finde Hank Ferraro. Also, müssen wir wieder hoch. Der sollte oben jetzt irgendwo sein. Eventuell, in der Hoffnung, sie steht immer noch da und lasert. Alright. Wo war er? In der Bar, hat er gesagt. Möglicherweise. Wahrscheinlich müssen wir dann hier irgendwo links rein. Mir hat ein Freund einen bequemen Bürojob angeboten. Das ist er doch schon. Perfekt. Du würdest in den Minen keine Woche aushalten. Ich habe ein paar Fragen an dich, Hank, wegen der neuen Ausrüstung. Fragen, was? Ich kauf dir erstmal ein Bier. Klar, aber dann müssen wir reden. Hier, bitte. Also, hab dich mit Trevor reden sehen. Was steckt jemand wie du die Nase in Sachen, wo sie nicht reingehört? Wir glauben, dass du was mit der fehlenden Ausrüstung zu tun hast. Ach, ehrlich? Tja, ist auch so. Ich hab sehr wohl was damit zu tun. Hab mir die Ladung nämlich geholt. Weil ich es musste. Alle halten mich für eine Witzfigur. Und ich stecke in diesem Dreijahresvertrag fest. Kann mir nicht leisten, den zu brechen. Also, scheiß auf Damus, scheiß auf Trevor und die anderen Miner. Das Equipment war ihr letzter Strohhalm. Hat er dir das gesagt? Wir werden zum x-ten Mal die Quoten nicht erfüllen.
Und wenn alle entlassen werden, schulde ich Deimos nicht einen verdammten Credit. Ich sag dir was, du gibst mir die Ausrüstung und keiner muss davon erfahren. Scheiße, ja. Du könntest mich einbuchten lassen. Und alles wäre umsonst gewesen. Verdammt. Okay, du gewinnst. Ich zeig dir, wo ich alles versteckt habe, dann schleppen wir den Kram zurück. Aber halt bloß die Klappe, wie du es versprochen hast. Ich werde dich nicht ausliefern, versprochen. Ich will nur die Ausrüstung zurück. Ja, ja. Schon gut. Komm einfach mit. Wir gehen raus. Ey, der lockt uns safe in eine Falle jetzt. Ich serviere hier seit über 40 Jahren Drinks. So viel Stabilität gibt es selten. Der lockt uns safe in eine Falle. War mal da wieder so Classic NPC Speed drauf. Mann, ich hätte näher dran landen sollen. Boah, läuft so langsam. Wahnsinn. Das ist echt verrückt. Na los. Wir sind fast da. Sollen wir schon mal unsere andere Waffe aufnehmen? Pistole? Nee, warte mal, wir haben doch noch eine andere Knarre letztes Mal verwendet. Wo war das denn? Das ist die Pistole, genau. Grendel war das, glaube ich. Oder Maelstrom. Es gibt verschiedene, ne? Da gibt es ganz geile. Guck mal, hier haben wir noch was. Eine modifizierte Maelstrom. Die machen wir mal zum Favoriten, ha? So. Okay, er ist schon raus. Wir folgen. Wir sind immer noch nicht raus. Was ist los hier? Kommen wir nicht raus? Na doch, jetzt. Okay, es ist manchmal ein bisschen komisch. Alright. Mal gucken, welchen Hinterhalt wir geraten. Das ist er. Er hat seinen Armzug schon an. Okay. Wo führt er uns hin? Guck mal zum Kollegen, bei dem waren wir ja gerade eben schon. Machen wir mal lieber das Licht an. Vorsichtig. Es war so leicht. Trevor, der Boss, ist manchmal so krass laut. Und ich habe gute Ohren, also habe ich gehört, wie ihr über die Ausrüstung geredet habt. Ich wusste, wie wichtig das für alle ist und wie gearscht sie ohne sind. Und dann lässt Trevor mich das Zeug abholen, weil er dachte, ich zeige Initiative. Der Plan war echt perfekt. Tja, das war er. Ist das hinten das Zeug? Das da hinten? Vielleicht? Können wir das Licht, glaube ich, auch wieder ausmachen. Hier haben wir ja genug Beleuchtung. Oh, dieser endlose Move, ey. Ich glaube, hier... Das kann man, glaube ich, wirklich... Ich glaube, da muss man... Das ist die... Der Beweis, warum man YouTube-Kapitel eingeführt hat bei den Videos, das einfach zu skippen. Ist schon echt schade. Ich hätte sicher richtig Kohle mit dem Zeug machen können. Was glaubst du? 500.000? 1 Million?
Aber wo hätte ich es verkaufen sollen? Ich kann ja schlecht Paletten voller Mining-Ausrüstung völlig unbemerkt zu Jane schaffen. Ist sicher am besten, wenn wir es zurückgeben. Es wäre ein Albtraum gewesen, das Zeug loszuwerden. Und es zu zerstören, das wäre noch viel schlimmer gewesen. Ist ja fast alles aus Metall. Das habe ich mir nur dabei gedacht. Ich hätte irgendwo ins Nirgendwo fliegen und es vergraben können. Es irgendwo in eine alte Mine werfen und einfach vergessen. Aber dann hättest du ein echtes Problem gehabt, oder? Gut, dass du mich vorher gefunden hast, was? Ja, echt super. Wenn wir dann irgendwann mal da wären, wäre es echt cool. Weil wir müssen wahrscheinlich den ganzen Weg ja auch wieder zurück. Da hinten, oder? Da ist ein Raumschiff. Ach Gott, das ist unsere Begleitung. Alter. Anhängsel, die verfolgt uns ja auch überall hin. Ich musste mein Schiff ein Stück wegpacken, damit sie es nicht sofort finden. Ich fand das ziemlich klug. Ich dachte nicht, dass ich so bald wieder zum Schiff muss. Wenigstens musst du nicht den ganzen Weg zurückgehen, ha? Ich meine, wir können das Schiff vielleicht wieder in den Hafen bringen und es jemand anderen entladen lassen. Dann müssen wir nicht alles schleppen. Ja, komm, laberababer. Warum sagt er wohl, wir müssen den Weg nicht zurückgehen, hä? Hank. Junge. Der lange Spaziergang. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was sich hier tut, wenn wir ankommen. Okay, jetzt reicht's. Dreh dich um, sonst muss ich dir in den Rücken schießen. Es war so klar. Überzeugen, angreifen, ja, ich wusste es, dass du mich weglocken wolltest, um mich zu töten. Schaffst dann mal los. Was? Feuer frei! Versuchen können, mit Hank zu reden, bevor du ihn tötest. Wir looten den erstmal, bevor hier irgendwas passiert, ja? Ein Credit. Toll. Und eine Urban Eagle, eine Pistole. Jetzt ist natürlich die kurze Frage, bevor wir zurückgehen. Gibt es hier irgendwas, was wir vielleicht noch looten können? Hier ist ein Schiff. Können wir das irgendwie zu eigen machen? Hier, können wir da irgendwie rein? Das wäre natürlich... unten durch. Geht nicht. Okay. Oh, guck mal. Hier. Da ist was offen. Aha. Jetzt pass auf. Ey, fließend kann man rein, oder? Ah, unzugänglich. Das ist ja ärgerlich. Aber wir können hier einen Medipack uns entnehmen. Checken wir mal ab, ob hier die Schnellreise funktioniert in irgendeiner Form. Wir sind ja jetzt hier, wir sollen wieder... Wir sollen... Wo sollen wir denn hin? Er sagt jetzt hier noch, der Pfeil ist noch irgendwo bei mir. Aber wir müssen ja... diese Richtung. Wir müssen zu Trevor zurück, ja? Kehre zu Trevor zurück. Genau. Auf der Karte anzeigen. Okay, mal gucken, ob das funktioniert. Wir so schnell reisen können. Und... ja, wie gesagt, die Ladezeit wird wahrscheinlich immer noch kürzer sein, genau, als hier diese ewige Lauferei. Also. Wieder rein und beim Trevor vorbeigucken. Mal gucken, ob das ewige Hin und Her dann ein Ende hat.
So, wir sprinten mal direkt durch. Und das ist jetzt nur eine kleine Aktivität, ne? Die zieht sich ja jetzt schon über 3-4 Folgen. Das beschreibt ein bisschen relativ gut, wie Bethesda solche Spiele wie Fallout und so Skyrim, ja. Oh shit, okay, umsetzt. Man hat echt wahnsinnig viel zu tun. Man kommt mit der Hauptstory wahrscheinlich gar nicht hinterher. Ich bin schon gespannt auf die ganze Geschichte. Nun, ich habe herausgefunden, was mit Hank und der Ausrüstung geschehen ist. Warum hat er so lange gebraucht? Hank hat sie gestohlen und gehofft, dass ihr alle gefeuert werdet und er wollte mich töten. Nun, du stehst vor mir, er aber nicht. Da kann ich mir denken, wie es gelaufen ist. Er hat hart gearbeitet, aber er war dumm. Mir war nur nicht klar, wie dumm. Oder wie gefährlich. Ah, das ist wirklich schade. Aber ich bin froh, dass du unser Equipment zurückgeholt hast. Du hast uns allen den Hintern gerettet. Ich weiß nicht, wie ich den Schlipsträgern erklärt hätte, dass wir das neue Equipment verloren haben. Danke. Wenn du uns immer noch helfen willst, sieh vielleicht mal nach Rivka. Der geht's im Moment nicht so gut. Okay, wir haben jetzt hier... Wir haben was erreicht. Wir haben erstmal Stufe 5 erreicht, gab es ein Achievement. Ein paar Credits, Kopfbedeckung. Wir müssen mal gucken, wo wir dann unsere Ausrüstung und so weiter, wo man das hier verkaufen oder zerlegen kann oder so. Wir haben jetzt ein Level Up. Das ist jetzt die Frage, was machen wir hoch? Boxen galt 1 als Sport. Nee, das machen wir nicht hier. Guck mal, wir brauchen 20 Mal... allen verfügbaren Sauerstoff. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ach nee, hier rechts. Hier stehen 10% mehr Sauerstoff zur Verfügung. Ja, ich sehe. Okay. Schleichleiste hinzu. Kannst du steigen. 25% schwerer entdeckt werden. Aha, cool, cool. Ja, waffenlose Angriffe. Das machen wir nicht. Gesamttragekapazität um 10 Kilo. Erhöht maximale Gesundheit um 10. Können wir bei den Waffen auch schon irgendwas wieder hochmachen? Oder beim Überzeugen vielleicht sogar. Schließe die vorherige Rangherausforderung ab, um diesen Rang freizuschalten. Bewältige 3 Überreden-Herausforderungen. Ah, können wir noch nicht. Aha, I see. Ballistik. Boah, wir müssen 50 Gegner immer noch mit ballistischen Waffen töten, dass wir hier weiter vorankommen. Ja, dann gehen wir hier auf erste Stufe. Mehr Lebenspunkte. Zack, entsperrt. Machen wir mal 10% Lebenspunkte mehr, wohlgemerkt. Ja. Und dann würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge von Starfield. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne den Daumen nach oben da lassen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Macht's gut bis dahin und bloß kein Stress.